Und mit dem Ball Chabum und Chabum, eine der beiden Sturmspitzen der Frankfurter Eintracht. Die andere scheint Bernd Hölzenbein zu sein. Borchers, wieder Chabum, verfolgt von seinem Gegenspieler, von Hans-Peter Briegel. Tja, Spieler auf dem Platz. Tja. Tja. Peter Pürzer! Tja. Da sind die beiden, Tja und Peter Briegel. In dem Spielmacher der Kaiserslauterer gehen bisher keine belebenden Impulse aus. Chabum. Hannes! Also auch Willi Neuberger etwas blutet. Ich kann das aber nicht genau sehen auf dem Bildschirm und über die Entfernung auf dem Platz natürlich auch nicht. Eine sehr große Mühe mit Bernd Hölzenbein. Tja, Hölzenbein. Das war ein Foul von Dusik an Bumkum. Offenbar eine Prellung im Gesicht. Das ist Christian Schmidt, der Masseur der Frankfurter Eintracht. Anna mit der Brille. Nickel. Das war abseits. Das war klar abseits. Vielleicht nicht ganz hasenrein weggedrückt. Tja und Wolf, das neue Pärchen. Und wieder ein Foul von Tja. Ein herrliches Tor. Bum Kun Cha, der Koreaner, von dieser strengen Bewachung befreit, erzielt das 3:0 für die Frankfurter Eintracht. Hier nochmal der Spielzug. Lorand, jetzt Borchers. Eine herrliche Kombination und ein herrliches Tor durch Bum Kun Cha. 13. Dieses Spiel ohne Favorit jetzt. Nickel. Wieder Cha und Wolf. Ja, Lothar Buchmann schickt jetzt Wolfgang Trapp aufs Spielfeld. Hölzenbein. Tja. Tja und Bruno Petzai sehen Sie da im Bild. Und während man sich dort unten jetzt auf die Siegerehrung vorbereitet, haben meine Kollegen Torwart Jürgen Pahl, einer der besten bei der Frankfurter Eintracht. Und hier Bum Kun Cha, der Koreaner.